Digitale Sprechstunde. Vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Es ist eine Persönlichkeitsstörung, ein schwerwiegendes Krankheitsbild, Borderline. Das haben Sie sicherlich schon mal gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Doch was ist das eigentlich konkret? Wie äußert sich eine Borderline-Erkrankung und vor allem, wie kann man Betroffenen helfen? Darüber wollen wir heute sprechen in dieser Folge der digitalen Sprechstunde. Und ich freue mich auf einen Gast, der sich damit auskennt. Privatdozent Dr. Emanuel Severus ist heute da. Er ist Chefarzt der Klinik für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen an der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll. Herzlich willkommen. Ebenso herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Vanessa Seifert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und dass Sie da sind und wir über dieses spannende Thema sprechen können. Was sind denn die typischen Symptome bei einer Borderline-Erkrankung? Das sind verschiedene. Es ist insbesondere ein Muster intensiver, aber instabiler zwischenmenschlicher Beziehungen. Es ist eine affektive Instabilität. Es ist eine Instabilität im Selbstbild, im Selbstwert, es ist eine hohe Impulsivität, es ist oftmals ein Zustand innerer Leere, es sind Selbstverletzungen, die auftreten können, insbesondere zur Emotionsregulation und diese Selbstverletzungen und oft auch Zustände hoher innerer Anspannung, die kaum aushaltbar sind. Das klingt natürlich so als wie eine Melange verschiedener Symptome. Man denkt ja auch, innere Leere könnte auch auf eine Depression hinweisen schnell an die Decke gehen, wenn Sie sagen, Impulsivität kann dann Borderline sein, aber kann ja auch einfach ein Persönlichkeitsmerkmal sein. Ja, und vor allem, ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass Borderline-Erkrankungen ja mit einer hohen Komorbidität einhergehen. Das heißt, Menschen, die eine Borderline-Erkrankung haben, haben ein hohes Risiko, noch Angsterkrankungen zu entwickeln, Depressionen zu entwickeln und Substanzmittelkonsumstörungen zu entwickeln. Mhm. Und diese Kombination ist dann schon auch eine therapeutische Herausforderung. Ja, da wollen wir gleich nochmal etwas vertiefend dazu sprechen. Wer ist denn anfällig, sage ich mal, diese Erkrankung zu entwickeln? Laienhaft würde man denken, es trifft vor allem junge Frauen oder ist das nur ein mediales Bild? Also wir sehen in der Therapie vor allem junge Frauen. Mittlerweile meinen wir, dass es zwischen den Geschlechtern gleich verteilt ist. Es ist eine Erkrankung, die sich in der späten Adoleszenz im frühen Erwachsenenalter manifestiert. Also wir reden so um die 20 oder wie ist das Alter? Meist eher schon. Eher schon. Meist eher schon. Also wir sehen das schon auch in der Jugend. Ich bin nun im Erwachsenenalter tätig, aber wenn man Patienten, Patientinnen befragt, dann beginnen die Symptome deutlich früher, oftmals in der Pubertät, teilweise schon davor. Und wir diagnostizieren heute nicht erst mit Beginn des 18. Lebensjahres, weil doch die Erfahrung sagt, je früher die Diagnosestellung, je früher Therapie, desto besser das Outcome. Nun sagen Sie schon, beide Geschlechter vermutlich gleich stark betroffen. Wer ist denn insofern trotzdem anfällig? Also gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, Traumata aus der Kindheit, ich weiß nicht, die das begünstigen? Wir sagen, etwas ganz Wichtiges sind sogenannte traumatische oder traumatisch erlebte Invalidierungen. Das heißt, dass Kinder gerade in ihren Bezugsfamilien die Erfahrung gemacht haben, nicht in Ordnung zu sein, nicht zu stimmen, dass das, was sie fühlen, nicht richtig ist, dass sie verkehrt sind, stören, oftmals auch, dass sie gedemütigt werden, beschämt werden, dass es eine emotionale Vernachlässigung gibt. Mhm. Und leider doch auch in einem hohen Prozentsatz erleben wir einen sexuellen Missbrauch, der in der Kernfamilie stattgefunden hat. Was kein Muss ist, aber was leider nicht selten ist. Das wahrscheinlich ja schon das Traumatischste aller Erlebnisse sein kann, aber auch hoher Erwartungsdruck oder sowas kann auch schon dazu führen. Auch, aber vermutlich nicht alleinig und vielleicht zu sexualisierter Gewalt, was wir auch verstanden haben, dass es oft nicht primär tatsächlich die Vergewaltigung ist, sondern dass es dann oftmals auch das Verhalten naher Bezugspersonen ist, also zum Beispiel der Mutter, wenn die das bagatellisiert, verleugnet, dem Kind eine Mitschuld gibt, weil dann ist
kein Ort mehr von Sicherheit vorhanden. Okay. Und dieses Gefühl der Unsicherheit, das ist das natürlich... Ausgeliefertseins, ja. Mhm. Sie haben schon gesagt, diese Selbstverletzungen sind ein sehr typisches Symptom. Trotzdem ist es ja wahrscheinlich so, dass nicht jeder, der sich selbst verletzt in der Pubertät, automatisch eine Borderline-Erkrankung hat, oder? Total richtig. Also Selbstverletzungen treten ja gerade im jungen Erwachsenenalter, in der Jugend, häufig auf, ohne dass gleich eine Diagnose vorliegen muss. Außerdem haben wir andere Erkrankungen, bei denen Selbstverletzungen auch regelhaft vorkommen. Also zum Beispiel komplexe posttraumatische Belastungsstörung, da haben wir es. Wir haben es bei Autismus-Spektrumserkrankungen. Mhm. Wir können es bei dissoziativen Identitätsstörungen haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil manchmal gibt es auch bei in der Psychiatrie arbeitenden die Idee, da verletzt sich jemand, das muss eine Borderline-Erkrankung sein. Das ist zu kurz gesprungen. Ja. Ja. Wie hoch ist denn das Suizidrisiko bei Borderline-Patientinnen und Patienten? Es ist eindeutig erhöht. Ja. Wir meinen heutzutage, dass es etwas niedriger ist als initial gedacht. Es gibt so Prozentzahlen von 2, manchmal auch 2-5%, die genannt werden. Das heißt, es ist substanziell erhöht, aber es ist nicht so, dass die, die sich mit diesen Patienten beschäftigen, permanent Angst haben müssen, dass diese sich suizidieren. Was ist denn, würden Sie sagen, die zentrale Angst von Menschen mit Borderline-Erkrankung? Es ist Angst vor Verlassenwerden, Angst, sozial ausgeschlossen zu sein. Und die damit assoziierten Gefühle, Scham, Schuld, Wut, Demütigung, das sind so Emotionen, die ganz, ganz schwer aushaltbar sind. Und was wir halt erleben oder was Patientinnen und Patienten berichten, ist, dass diese Ängste ganz leicht getriggert werden können im Alltag. Also beispielsweise, wenn eine Patientin mit einer Borderline-Erkrankung, die gerade stationär behandelt wird, nach Hause kommt zu ihrem Freund in die gemeinsame Wohnung und dann sieht, dass Geschirr nicht abgewaschen, das Küche nicht aufgeräumt, dann würde es uns vermutlich so gehen, dass wir nicht erfreut sind, not amused, nicht so cool. Genervt sein, wieso hast du das nicht aufgeräumt? Genervt, oder? Irgendwie, oh Mensch, der weiß das doch. Und dann spricht man es vielleicht an und dann ist aber vor allem, wenn der andere sagt, hey, tut mir leid, hatte so viel zu tun oder nicht dran gedacht oder ich dachte, du kommst später, aber ich mach's jetzt, dann ist irgendwie nach ein paar Minuten auch wieder gut. Bei jemandem mit Borderline-Erkrankung ist das ganz anders. Da geht es um ganz andere Themen und da geht es um das Thema, sozusagen, dass für diese Patientin dann klar ist, was sie schon immer befürchtet hat. Ich bin nichts wert, er räumt nicht auf für mich, oder? Genau, und irgendwie ist es richtig bedrohlich, was da passiert, im Sinne von, es ist vollkommen klar, dass der mich eigentlich nie geliebt hat. Und vor dem Hintergrund, weil die Patienten sich selbst oft sehr schwer tun, sich zu akzeptieren, also viele vom Selbstbild finden sich als eigentlich abstoßend, auch widerwärtig, eher zu entsorgen, voller Fehler. Und sowas wird dadurch getriggert. Und dann sind die emotionalen Reaktionen natürlich deutlich stärker. Das heißt, was passiert dann oft? Die Patientin bricht dann einen Streit vom Zaun, beschuldigt ihn wüst, ist teilweise voller Wut, Hass, wertet ihn ab. Und das kann lange dauern, bis sich sowas beruhigt. Und das muss dann ein Partner erstmal mitmachen. Eben, das macht ja Beziehungen sehr anstrengend, könnte man sagen, oder auch schwierig. Wahrscheinlich haben Total. Diese Patientinnen und Patienten ja eben auch große Schwierigkeiten, obwohl sie sich danach sehnen, vermutlich, die Bindung zu haben, so etwas aufrechtzuerhalten mit einem Partner. Vollkommen richtig. Vielleicht noch kurz, das ist ein Beispiel aus einem Buch von einem Kollegen von mir, Stefan Döring, was ich aber sehr schön fand und deshalb hier bringen wollte. Und ja, bei Patientinnen mit Borderline-Erkrankung ist auf der einen Seite ist es ein enormes Bedürfnis nach Nähe, ein Hunger nach Nähe beinahe. Und auf der anderen Seite haben diese Patienten Schwierigkeiten, mit dieser Nähe umzugehen. Es ist dann zu eng, sie fühlen sich zu abhängig. Öfter auch dieses Gefühl, dass sie sich verlieren, dass sie sich gar nicht mehr spüren. Und dann geht es darum, da wieder rauszukommen. Aber allein sein geht auch nicht. Das heißt, es ist ein Teufelskreis aus Anziehung und Abstoßung, der für die Patientinnen anstrengend ist, aber für nahestehenden Menschen genauso. Also
Und wenn so etwas dann mehrmals passiert, wie eben geschildert, dann kann es sein, dass ein Partner, Partnerin, auch wenn sonst wohlwollend, irgendwann sagt, du, zu anstrengend, kann ich nicht mehr. Ja, ja, wahrscheinlich ist am Anfang noch das Gefühl da oder die Hoffnung, das zu heilen. Weiß ich nicht, haben ja auch manche, die dann denken, mit mir wird das besser. Ja. Und womöglich passiert das aber eben nicht. Oder es kommt immer wieder zu solchen... Nein, also ich glaube, heilsame Beziehungen sind sehr... Also solche Beziehungen, wenn der Partner dann nicht entwertet, nicht gleich verlässt, sondern irgendwie da bleibt, sind enorm heilsam. Aber wenn Patientin nicht Therapie macht... dann ist die Gefahr doch recht hoch, dass auch solche Beziehungen nachher geschrottet werden und nachher dann einfach nicht mehr existieren, was dann tragisch ist. Ja, und wenn die Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen, kommen die aus eigenem Impetus oder ist es dann auch oft so, dass das Umfeld dann sagt, so geht das nicht mehr, du musst dir Hilfe holen? Beides, also Patientinnen und Patienten haben sehr wohl in ruhigeren Momenten, wissen sie, was sie da anstellen und dass das Zusammensein mit ihnen nicht unproblematisch ist. In so Hochanspannungszuständen ist ein darüber Nachdenken nicht möglich. Ist es denn perspektivisch, ist das heilbar, Borderline, würden Sie sagen? Oder ist das wie laienhaft jetzt in der Vorstellung wie eine Suchterkrankung? Es kommt immer mal wieder unter Stress in Situationen, in denen es einem schlechter geht? Ich würde sagen, es ist behandelbar. Mhm. Heilbar würde ja ein bisschen voraussetzen, dass wieder am Ende alles gut ist. Ja. Das ist es nicht. Nur bei Walt Disney so. Ja, sondern es bleiben, wenn es gut läuft, bleiben doch Narben, Vulnerabilitäten, aber wenn es gut läuft, können die Patientinnen und Patienten ihr Potenzial im Leben entfalten und befriedigende Beziehungen führen und auch was Arbeitssituationen angeht, erfolgreich sein. Und wir wissen zum Glück auch, dass im Laufe der Zeit, vor allem wenn die es erstmal überleben, Patienten in der Lage sind, manchmal auch ohne Therapie ein Stück einfach zurückzutreten und nicht gleich heftige Emotionen auszuagieren. Wir wollen jetzt nochmal sprechen über die Behandlung, über die Therapie. Ja. Wie läuft die ab? Wie viele Patientinnen und Patienten haben Sie im Moment mit Borderline in der Behandlung oder kann man das sagen? Also bei uns in der Abteilung, wir haben ja eine Abteilung für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen. Mhm. Wir haben für all diese zusammen, ich glaube im Moment 113 vollstationäre Betten. Das heißt, ich würde einmal denken, dass vielleicht die gute Hälfte von denen eine Borderline-Erkrankung hat, okay, oft mit diesen Komorbiditäten, also mit den Begleiterkrankungen noch dazu. Und wir bieten unterschiedliche Therapieverfahren an. Wir bieten die übertragungsfokussierte Psychotherapie an. Wir bieten mentalisierungsbasierte Therapie an. Wir bieten dialektisch-behaviorale Therapie an. Diese verschiedenen Psychotherapieformen haben unterschiedliche Schwerpunkte, haben aber auch viel Gemeinsames. Mhm. Gesprächstherapie ist ja wahrscheinlich ein wichtiger Bestandteil, aber was ist mit Medikamenten? Gibt man auch Medikamente, die schon helfen? Und Medikamente sind Krisenzeiten vorbehalten. Mhm. Das heißt, wo es manchmal darum geht, Ängste zu reduzieren, Anspannungszustände zu reduzieren. Aber wir wissen leider, dass Medikamente nicht in der Lage sind, die Kernsymptome einer Borderline-Erkrankung effektiv zu behandeln. Und ich glaube, wenn es um Therapie geht, gibt es ganz Unterschiedliches, was man dort tut. Aber ich glaube, was vielen Therapien gemeinsam ist, ist auf der einen Seite etwas, was wir nennen, empathisch zu validieren und auf der anderen Seite empathisch zu konfrontieren. Heißt, auf der einen Seite sich einzufühlen und auch dem anderen mitzuteilen, dass das, was er da erlebt, nachvollziehbar ist, dass es seine Berechtigung hat, dass es irgendwie logisch ist und dass es stimmig ist und auch, dass es teilweise sich so zu fühlen ganz, ganz schwierig sein muss. Mhm. Und empathisch zu konfrontieren heißt auf der anderen Seite sozusagen aus der Perspektive dem Patienten gegenüber sich mitzuteilen und dann zu sagen, wissen Sie, und trotzdem, das, was Sie dann da tun in zwischenmenschlichen Beziehungen, das geht nicht. Sie schrotten damit Beziehungen. Ja, und verletzen das Gegenüber. Ne? Was auch Rechte hat. Womöglich gut meint. Ne? In manchen total. Fällen oder in Arbeitsplatzsituationen. Richtig, genau. Das Kollegen. Ist auch, ja, also es gibt halt bestimmte äußere Realitäten, die so sind, wie sie sind und die es zu respektieren gilt. Wie lange dauert so eine Therapie, beziehungsweise wie lange sind die Patienten dann bei Ihnen stationär? Es geht ja wahrscheinlich dann einfach ambulant weiter, nehme ich an. Genau, eigentlich ist es so, dass primäre Therapie ambulant stattfinden soll. Das Problem, was wir in Hamburg bis
herhatten, es scheint sich jetzt hier etwas zu verändern, ist, dass Patientinnen mit diesem Krankheitsbild es oftmals schwer haben, ambulant Therapeuten zu finden. Weil das heißt, es einfach wenig Plätze gibt oder wenig... Weil ambulante Therapeuten öfter dann sagen, sorry, aber das ist mir zu viel. Tatsächlich? Ja, ja. Das ist die Regel. Obwohl es ja auch Teil des Berufs sein muss, auch diese Erkrankung dann auf jeden Fall, aber die fühlen sich dann oft damit überfordert und es ist auch nicht immer leicht, muss man sagen. Mhm. Das heißt, eigentlich sind dann Institutsambulanzen zuständig. Wir haben auch so eine, aber bisher war halt das Vergütungssystem so, dass man nicht dort regelhaft eine Psychotherapie mit 1 bis 2 Stunden die Woche plus Gruppe anbieten konnte, was aber notwendig wäre. Das wäre sozusagen schon, im Grunde 3 Termine in der Woche sind ja. Schon... Ja. Angesagt. Ja, und wenn man dann diese 3 Termine hat, plus vielleicht Unterstützung von Sozialarbeitern oder was es braucht, ja. Dann nach 1, 2, 3 Jahren Therapie hat sich oft schon viel getan. Mhm. Wir bieten im Moment vor allem Intervalltherapie an, das heißt, wo Patienten wiederholt für mehrere Wochen elektiv einbestellt werden und Therapie machen können. Okay. Und das funktioniert. Das funktioniert. Es wäre aber schön, und vermutlich kommen wir dahin, dass das auch durch eine intensive ambulante Therapie flankiert wird. Was ist für Sie als behandelnder Arzt, als Therapeut, was ist für Sie ein Erfolgserlebnis in der Zusammenarbeit mit den Patienten? Viele eigentlich. Ich glaube, auf der einen Seite, wenn Vertrauen entsteht, wenn man als Team gut zusammenarbeitet, wenn Patienten die Erfahrung machen, dass aus diesem inneren Gefängnis es möglich ist, nach draußen zu treten und sie letzten Endes ein Leben leben können, was ihren Potenzialen entspricht. Und das gelingt auch und das bekommen ja. Sie auch gespiegelt, weil sie, dass Patienten wiederkommen und sagen, danke für die Hilfe. Oder vor allem, wenn man das mitbekommt, dass die wirklich in der Lage sind, in das Leben zu gehen und ja, aus diesem Kerker ein Stück rausgehen können. Ja, auf jeden Fall eine sehr wichtige Arbeit und gut, dass Sie darüber schon mal aufgeklärt haben. Sie machen ja, behandeln Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen, haben Sie schon gesagt, Borderline macht einen großen Teil aus. Mhm. Was sind die anderen Erkrankungen, mit denen Sie auch zu tun haben? Das sind zum Beispiel diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die in manchem auch Ähnlichkeit hat mit der Borderline-Erkrankung, insofern als auch dort das Selbstbild verändert ist, zwischenmenschliche Interaktionen schwierig sind, Emotionsregulation schwierig ist. Da haben wir aber dazu noch, was wir Traumatrias nennen, sprich das Wiedererleben von Ereignissen, die mit einer Ohnmachtserfahrung einhergehen. Das heißt, wir haben das Wiedererleben, oftmals vermeiden die auch Dinge. Mhm. Und es gibt diese erhöhte Schreckhaftigkeit. Wie gesagt, das hat Ähnlichkeit und oft gibt es auch eine Komorbidität. Das heißt, viele Menschen mit Borderline-Erkrankungen leiden auch darunter noch. Das haben wir. Und dann haben wir diese dissoziative Identitätsstörung auch, die oftmals im Rahmen von massiver sexualisierter Gewalt ausgeht und wo dann einzelne Anteile noch deutlich mehr abgespalten sind und die einzelnen Anteile auch nicht untereinander kommunizieren und wissen, was gerade der andere Anteil treibt. Das ist das, was man früher multiple Persönlichkeit genannt hat. Achso, das würde man heute so nicht mehr sagen, oder? Ja, jedenfalls, das ist der Begriff, der jetzt in diesem neuen Klassifikationssystem ICD-11 genutzt wird. Und sonst haben wir natürlich nur noch andere Persönlichkeitsstörungen, die teilweise auch mit der Borderline-Erkrankung vergesellschaftet sind. Vielleicht nochmal zu Ihnen persönlich. Sie waren schon mal da vor einiger Zeit. Aber nochmal, warum haben Sie begonnen, irgendwann sich mit diesen Erkrankungen so stark zu beschäftigen oder in diesem Fachbereich aktiv zu sein? Ich glaube, unterschiedlich. Das eine ist, ich habe mich viele Jahre mit bipolaren Erkrankungen beschäftigt, dort viel Forschung betrieben. Und dort wurde klar, dass es eine ganz, ganz wesentliche Differentialdiagnose ist, die zu stellen oder wo es wichtig ist, hinzugucken, weil Behandlungen sehen sehr unterschiedlich aus. Und ich glaube dann auch der Punkt, dass Patientinnen und Patienten mit dieser Diagnose auch heutzutage Schwierigkeiten haben, gute Behandlungsplätze zu finden. Nicht, weil es nicht effektive Behandlungsmethoden gibt, aber weil die es deutlich schwerer haben als Menschen mit anderen psychischen Erkrankungen. Und weil es auch letzten Endes eine sehr befriedigende Arbeit sein kann. Ja.
Und was tun Sie bei aller befriedigender Arbeit, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Wie entspannen Sie? Viel draußen sein, ja, ein Stück familiäres Leben und im Sommer Erdbeeren essen. Im Sommer Erdbeeren, das hilft auch. Das ist wahrscheinlich besser als jede Medizin und jede Tablette. Teilweise schon. Vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über diese schwerwiegende Erkrankung Borderline und wie man da eben helfen kann und es doch gut behandeln kann, wenn es auch vielleicht nicht hundertprozentig heilbar ist. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen und ich danke Ihnen fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Danke. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.